Kann man die ganz normal auch anpflanzen oder Das weiß ich gar nicht. was? So, also ich habe jetzt eine Schaufel. Brauchen wir noch eine Hacke, ne? Ja. Würde ich mal sagen. Aber wo haben wir denn Holz? Ich habe doch vorhin irgendwo Holz gesammelt. Wo ist es denn? Ach, da. Planlos durchs Haus. Ja, hier ist noch nichts sortiert, so. Das ist dann immer so. Was hast du denn hier für ein Loch im Boden gehackt, ey? Ja, da war Erde. Ach so. Da war Ich nur dreh mich Erde, so Mann. um, voll zerstört alles hier, ey. Ganz willkürlich alles am Abbauen. Und im Endeffekt ist das richtig schön. Hoffen wir es mal, ne? Also. Du brauchst auch eine Hacke, ne? Aus Eisen, oder? Ja. Da Gut. gehen wir gleich mal schön auf Erkundungstour, Mann. Wo bist du denn hier? Bist du schon wieder hier? Ja? Ach da, da ist eine Hacke. Schmeiß ins Gesicht. Da ist Kohle. Hier ist ein Kohleflöz unter unserem Haus. Perfekt. Oh nein, jetzt machst du alles kaputt. Ja, wir brauchen noch die Kohle. Und wir brauchen gleich Steine, die wir einschmelzen. Ja, ne? Aber ich habe noch gerade ganz schön viele Steine reingelegt. Also ich hatte 100 Stück von diesen Steinen. Ja doch, da sind doch einige. Ja. Obwohl, geht schnell weg, wenn man so was baut. Ich denke mal, man gar Einige. nicht. Dann denkt man mal so, boah, ich habe ja 100 Stück und dann ist nach 2 Minuten alles weg. Genau. Man Ruckzuck muss so. mal wieder im Tagebau. Oder im Untertagebau, je nachdem. Naja, dann nimmt gar kein Ende mehr hier mit der Kohle. Guck mal in das Loch rein. Krass, oh. Mein Gott. Müssen wir aufpassen, sonst spawnen die gleich hier. Kannst du hier mal so eine Fackel hinheizen? Falls du noch welche hast. So Ah, etwa? sehr gut, ja. Jetzt komme ich hier nicht mehr So, hoch. das war's. Aber ich verheiz erstmal die Steinhacke. Ey. Ich habe PvP auch erstmal ausgestellt, ne? Ja, das ist auch besser, habe ich gerade schon gemerkt. Ja. Ist das am Regnen oder was? Nee, das ist am Schneien. Echt? Ja. Boah, heftig. Und wo ist jetzt das Junge von den Hunden? Hat nicht geklappt. Gib dir nochmal Gammelfleisch. Ah, ich habe noch welches. Warte, jetzt Ach sind die so, aktiv. genau Ah, die. guck mal. Und Und bäm. zack. Mein Gott. Sitz. Genau. Ist ein ganzes Leben zum Sitzen, verdammt so. Und Mal, Sitz. der Kopf ist fast so groß wie bei den anderen Hunden. Ja, das ist doch extra. Das sogenannte Kindchenschema. Ah, wieder was Gibt es sowas? gelernt. Ja, halt große Augen, großer Kopf, kleiner Körper. Das Oh. soll schützen. Achso, damit Wovor? die Angst vor denen haben. Ne, eher andersrum, glaube ich. Mitleid haben Ah, Glück gehabt. Aber wir sind hier nicht mehr sicher jetzt. Wieso? Hast du ein Loch in der Außenwand gehackt, oder was? Ja, ein geringfügig. Ein riesiges, jetzt komme ich da hin, ist ein riesiges Loch. Ja, war so klar. Ich finde, die Schaufel, die nutze ich ein bisschen schnell ab, so im Verhältnis. Ja doch, aber ich meine gut, die schafft ja auch richtig was weg, ne? Das ist eine Ja. Pornoschaufel. Aber wie gut, dass ich mit dem tollen Stein angefangen habe. Jetzt müssen wir mit dem Stein weitermachen, so ein bisschen, ne? Ja, aber das ist ja eigentlich nicht schlimm, weil du machst ja 2x2 als für das Rezept und dann kommt ja das gleiche wieder raus. Achso, ja, stimmt. Nur Kohle verheizt man so ein bisschen, aber das ist ja nicht so wild. Warte, ich hab. Ich bin auch schon wieder Stein am Backen. Geil. Oh, der Sonnenaufgang. Nein, ist das romantisch. Ah. Kann man gar nicht sehen hier, ey. Wir brauchen noch einen Pornokeller. Ein SM-Keller. Oh. Warte, ist da jemand? Ne, die Hunde, die quengeln nur so rum. Boah, eigentlich müsste ich mal das hier in diesem Anaglyph 3D zocken mit dem Schnee. Das ist aber bestimmt voll heftig. Bist total fertig. Für die, die es nicht kennen, es gibt so eine 3D-Option bei Minecraft. Kann Ist man doch, mit der, ne? ja genau, dann kann man mit der guten alten Rot-Blau 3D-Brille, wer sie noch kennt, das Spiel zocken. In 3D. Geil. Ja, braucht man keine 80 € Shutterbrille für. Mit Extra. Batterien. Ja. Echt. Wie breit machen wir den denn überhaupt? Hier so bis zu der Kante oder was? Warte, wo sind wir denn? Warte. Ja, ruhig nur ein Stückchen. Vielleicht noch zwei. So? Jo.
Okay. Da müssen wir nur noch gucken, wo die Fenster reinkommen hier. Obwohl, bei der Höhe können wir jetzt auch größere Fenster machen, ne? Eigentlich schon. Vielleicht auch höhere oder hohe Fenster. Boah, das schneit hier überall hin. Scheiße, Mann! Ach komm, wir machen erstmal die Wand zu und dann gucken wir, wie die Fenster aussehen. Oh mein Gott! So, hör mal. Ich fühle mich hier nicht sicher. Gleich müssen wir aber noch auf Erkundungstour gehen. Ja, machen wir doch. Ist doch kein Ding. Erkundungstour, Erkundungstour. Wo habe ich denn die Steine? Da habe ich die Steine hingeschmissen. Warte mal, So. ich brauche unbedingt noch Steine auf jeden Fall. Und die Scheiße. umgedrehten Treppen. Ja, die Umgedrehte Treppen. Treppen. Ja, hast du da noch welche von? Hier nicht. Guck voll lange in die Kiste rein. Ne, aber hier sind noch 32 Steinziegel. Geil. Ja. Damit kann ich noch Treppen bauen. Da müsste auch schon wieder dieser Natural Stone ziemlich viel fertig sein. Unten drin in den Öfen. Müsste gleich mal die Öfen hier aufstellen. Irgendwie da unten, da irgendwie ist das komisch. Am besten so eine ganze Wand aus Öfen machen wir gleich. Genau. Ja, bei mir habe ich 8 Stück. Ja, habe ich auch. Aber wir sind ja zu zweit, da brauchen wir auf jeden Fall 16. Genau. Finde ich auch. Ach Mist, jetzt muss ich rauslaufen, weil er die Wand zugemacht hat, ey. Haha. Schlag doch ein Loch rein einfach. Einfach rein donnern. Ah, ich bin Nein, offen. was habe ich hier gebaut? So, hier muss jetzt erstmal Erde hin. Wo muss Erde hin? Ey, ich kann hier auf dem Schnee keinen. Doch, kann ich wohl. Ah, hier draußen, wo ich hier Ach das so. weggeholzt habe. Da kommt hier noch so eine umgedrehte Steinstufe hin. Ich glaube, ich kann noch einen so eine Lage höher, ne, den Raum, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut. Vor die Burg nachher. Ja, ne? Geil. Ich warte manchmal hier unten die Reihe weg und mach da Erde hin. Aua, ich bin runtergefallen, ey. So, Und ich reiß schon mal den kompletten Boden im Eingangsbereich raus. Der kommt ja eh neu, ne? da, was nehmen wir für einen Boden? Schöne Holzdielen oder diese Steinplatten, die wir auch draußen haben? Was haben wir denn draußen? So was. Ja, können wir auch. Ey, komm mal raus. Was denn? Komm mal zu mir. Guck mal, hier ist Schnee. Da ist Regen. Ja, Schnee. da ist die Regen. Klimagrenze. Die Klimazone ist hier anders. Wenn du hier so ins Wasser guckst, geradeaus, ich sag mal hier so, wo das Eis hin zeigt, ne? Ja. Siehst du da irgendeinen hellen Raum im Wasser? Waage weg. warte. Nein. Aber ich voll krass, da muss ich dir, ich mache jetzt mal einen Screenshot und dann schicke ich dir das nachher mal. Ja. So. Weil ich gut, ich habe auch die Brightness auf voller Kante, muss ich sagen. Ja, habe ich auch, weil die Aufnahmen, wenn die umgewandelt werden, sind die immer tendenziell dunkler. Ja. Also bei mir ist es auch nachts taghell mittlerweile. Nicht wie früher immer, da, wo ich gar nichts erkennen konnte. 1 Meter weit sehen, so ungefähr. Richtig ätzend, ey. War bestimmt nebelig. Ach so, hier ist Eis. Ah. Okay, gleich sollten wir vielleicht ein Feld anlegen für die Zuckerrohrsachen. Wird das so viel, oder was? ja. Okay. Guck mal am Strand. wird überhaupt nicht viel. Nein, gar nicht. So Leicht einmal übertrieben, ey. rum. Aber ich suche gerade, wir brauchen ja Nahrung und wir haben noch ein paar Samen. Ja, ich habe auch noch ein Seed. Ja, Sonst. sollen wir nicht mal einen Eimer machen und hier ein richtiges Feld anlegen? Ja. Ich mach mal einen Eimer. Ich habe einen Eimer, fällt mir gerade ein. Hast schon einen. Ja, da war in den Kisten drin. Ah, sehr schön. Dann brauchen wir ja nicht unser kostbares Eisen verschwinden. Aber wir nehmen jetzt einen Stein. Was ist das? Komm Eine gleich Stein. drauf. Eine Steinfeldhacke. Das reicht ja für den Anfang. Ja, reicht auch. Nimm du die mal. Müssen wir jetzt nicht zu zweit machen, glaube ich. Aber So, für den hier ist doch Anfang voll würde ich kalt. Hier sagen. wächst doch nichts. Ich meine, am Anfang kann man das einfach hier draußen hin machen, ne? Arschlecken. Ja, würde ich auch sagen. Oh.
Wir müssen ja immer eine Rille graben, wo Wasser drin ist und eine, wo drauf gepflanzt wird, ne? Nee. Nicht? Wächst halt einfach so? Ja, also ein bisschen Wasser reicht am Rand so. Oder in der Mitte halt. Ach so, geht das über mehrere Felder? Ja. Ach so, ich habe immer gedacht, es geht nur eins. Warte, ich mach mal hier einen Eimer. Ja. Weil dann sehen wir, warte, achte mal drauf. Die Dinger müssen ja auch jetzt dunkler werden. Ja. Ach so, du machst das immer so und dann ein Feld, okay. Ne, du kannst trotzdem weiter. Ah, man kann jetzt hier also noch einen Kranz drum oder was? Ja, ne, warte, ich wollte nur die Erde wegmachen, die Schnee wegmachen. So. Nein! Guck mal, direkt bewachsen. So. Ey, was für ein Scheiß mit dem Schnee. Ja, genau, das ist ja Eis. Wächst er denn jetzt noch? Das mal mit Schnee bewerfen. Ja, schade, macht keinen Schaden. Ja, soll's ja auch nicht. Doch. Und mal aufpassen, dass da keine Steine drin sind. Aber macht das auch keinen Schaden bei Monstern? Nee. Auch nicht mehr. Kann man auch nicht essen, komisch. Toll. Ich hab Hunger auf Schnee. Oder macht wohl Schaden. Echt? Aua! Ah, der greift mich an! Hilfe! Hilfe! Was hast du Nein! denn? Halt, stopp! Boah, hör mal! Ah! Sagt ihr mir sonst lassen? Stell ihn weg! Ich hab den gerade mit dem Schneeball beworfen und jetzt, Sind die anderen auch... Okay, man sollte das Kind nicht angreifen. Ja, die hassen mich jetzt, glaube ich. Aber nur dich. Toll, der knurrt jetzt die ganze Zeit. Ja, ich habe aus Versehen das Kind mit Schnee beworfen, Ja, weißt jetzt aus Versehen, ne? du? So voll so Okay, war jetzt Matsch. aber. Boah, ich habe schon wieder Hunger, ey. Ich muss was essen. Willst du auch ein halbes Hähnchen? Ne, ich bin voll. Du Hä? kannst deine Samen verteilen. Hier ist gerade ein halbes Hähnchen in meiner Hand verschwunden. Ich habe eins gegessen und eins ist jetzt auf einmal weg einfach. Boah. Ja, scheiße. Da, Da. so, stirb mehr. Guck mal, das auch. Ah, die beide Hunde, ne? Ja, die sind voll aggro auf mich jetzt, ey. Wie viel Level hast du? Fünf. Ah, nein! Ey, ich habe auch nur noch 2,5 Herzen. Ah, der Kleine bringt mich. Ah, oh, toll. Ich hab mich umgebracht. Das ist voll nicht witzig. Und jetzt bin ich irgendwo mitten im Dschungel gespawnt. Echt? Ja. Ganz am Anfang, wo wir waren. Naja, sag mal, echt jetzt? Ja, jetzt echt. Krass. Okay, dann war es vielleicht doof. Aber du hattest voll viele Items mit, kann das? Ja, hatte ich auch. Wie komme ich denn jetzt zu dir, Peter? Aua. Ja, komm, warte, ich kann dich ja porten. Ja, das wäre In sehr, sehr. dem Fall machen wir eine Ausnahme. Vor allem steht da so, Your home bed was destroyed. Warum das denn? Ich reagiere mich erstmal an dieser Kuh hier ab, ey. Ah, totgeschlagen. Warte, ich packe aber erstmal die Hunde raus, ne? Ja. Boah, die sind echt voll aggro. Krass. Toll. Meinst du, die greifen mich jetzt gleich nochmal an? Also die knurren auf jeden Fall immer noch. Ja, kannst mal sehen. Vielleicht solltest du die mal füttern. Meinst du, das bringt was? Ach, der eine hängt jetzt hier fest. Komm mit. Aber jetzt eine ganze Kuhherde, die ich jetzt erstmal umbringe. Ja, genau, Fleisch. Aus Frust. Bleib hier, Kuh! Aber wieder ein Rudel Wölfe erstmal da reinkommen. Warte, ich lauf mal weg. Der müsste ja zu mir geportet werden. Warte noch Da ganz ist er. kurz. Was? Ne, ich hab die Hunde draußen. Ach so. Ja, raus mit den Viechern. Voll brutal, ey. Die haben mich voll zerfetzt. Die Agro-Hunde. Die haben voll viel Schaden gemacht. Ich hatte 2,5 Herzen und hab mich einer getroffen und ich war tot. Boah, krass. Aber ich habe eine Idee, was ich gleich mache. Ich baue einen schönen Zwinger. Da kommt dann die Hunde-Vervielfältigungsmaschine rein. Mein Gott. Mach's dann auch so, ne, dass da ganz viele dann drin sind auf einem Feld, Mensch.